Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 3 The Remake. Herzlich willkommen zur dritten Folge. Wir spielen auf Albtraum, sind gerade ganz knapp Nemesis entkommen. Also das war wirklich haarscharf. Und sind jetzt dabei. Oh, da haben wir vorhin was vergessen, ja. Und sind jetzt dabei, ja, in der Story einfach ein bisschen weiterzukommen. Okay. So, das legen wir raus. Das ist leer. Dann können wir gleich nochmal speichern. Das hat, ist es auf jeden Fall wert an dieser Stelle. Und hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Sehr schön. So. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Verdammt, noch einmal. Oh ja, da muss ich nochmal rein. Ich weiß zwar nicht, ob es da jetzt was wirklich Relevantes gibt, aber... Ah, shit, ich muss eher an dem vorbei. Aber wir schauen einfach mal rein. Ich habe ja gesagt, wir checken auch bei Albtraum alles ab. So. Was haben wir jetzt hier? Magmunition. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Ja, das eher nicht so. Und das war's. Das war's tatsächlich. So. Ich soll mich jetzt wieder zurück zur U-Bahn-Station begeben. Das machen wir jetzt auch. Ich hoffe, ich kann jetzt die drei Dingens noch eingeben. Eieieiei. Ja, war jetzt vielleicht doch nicht so schlau. War das knapp, ey. Fuck it all. So. Dann wollen wir das gleich mal machen. Grünes Juwel, blaues Juwel und das vorher, ja, nicht vergessene, aber verpasste blaue Juwel. Rein damit. So, dann das Grüne rein. Die Reihenfolge ist, glaube ich, auch komplett egal. Yes, yes, yes. Darüber freue ich mich natürlich. Und jetzt kommt das Allerbeste. Also was heißt das Allerbeste? Hatte ich bis jetzt noch nicht. Yes. RPD. Richtig geil. Oh, yes. Da kam ein Erfolg rein. So, Ach so, ich muss dann nochmal zum Stellwerk. Ah ja, okay. Da muss ich also nochmal zurück. Was jetzt natürlich mehr oder weniger ungünstig ist, aber ich speichere vorsichtshalber nochmal. Bin schon ganz aufgeregt. Sollte ich mir das wahrscheinlich doch nochmal mitnehmen. Naja, okay, so war das jetzt nicht geplant. Das war jetzt auch nicht gewollt, aber okay. Aber jetzt können wir ja raus. Uiuiui. Der ist echt richtig flott hier. Shit. Meine Fresse. Oh, wow, wow. Komm, beweg dich. Komm, 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 komm. Rein hier. Oh, shit, Alter. Alter, fuck.
Hier kann er nämlich nicht rein. Ich glaube auch, das war gar nicht so dumm, zuerst die Juwelen wegzubringen. Oh, das muss ich auch mal wegnehmen. Weil... Ich muss speichern. Ich bin Angstspeicherer, habe ich ja schon mal gesagt. Ist der hier drin? Nein, oder? Nee, okay. Sehr gut. Ich habe vergessen, was ich sagen sollte. Egal. Ah, shit, shit. Nein. Er hat mich, er hat mich. Ich nehme es mal vorsichtshalber. Okay, hier. So. Carlos, bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Genau, ich hatte nämlich die Befürchtung, wenn ich das jetzt nämlich mache, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, die Rubine einzulegen, also die Edelsteine. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Aha. Jetzt muss ich gucken. So, FA2, RA3, SA2. FA2, RA3. Bitte geben SA1. Sie eine Route ein. FA war's. So, ja, da war's. FA2, RA3, SA vorbei, SA2. Das müsste jetzt, glaube ich, richtig sein. Gültige Route bestätigt. Yes, beim ersten Mal, Alter. Richtig geil. Jill, du bist fantastisch. Na, klaro. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Oh yeah. Und was haben wir hier noch? Ja, nehmen wir mit. Oh, das müssen wir... Das will ich auch noch. Gehe auch noch mal kurz in das Office rein. Oh yes. Vielleicht gibt es da ja auch noch mal was Geiles. Ich glaube, da war auch noch mal ein... Na, komm, geh rein. Ja, sag's doch, da war noch mal ein Schloss. Erste-Hilfe-Spray, das werde ich vielleicht auch gleich brauchen. Ich werde jetzt aber trotzdem meine andere Route einschlagen. Das ist mir ein bisschen zu risky. Ach Mann, ey. Was zum Teufel? So. Wenn überhaupt eine andere Route geht. Ich versuch's halt einfach. Oh, ist halt super eklig. Oh nein, da kommt einer von oben. Ich glaube. Ah, komm, der lutscht mir jetzt den Kopf weg. Ja. Mir ein bisschen anders vorgestellt. Es ist richtig heftig, aber. So, warte mal, jetzt muss ich ja das nochmal machen hier. Komm, mach auf jetzt. Also ich muss es ja halt auch machen, weil ich die Munition ja brauche. Okay, ich wollte eine ab, also einen sichereren Weg nehmen. Das hat sich jetzt ja nicht so empfohlen. Okay. Ich muss direkt rechts. Ich muss mich direkt rechts halten, sonst wird das, glaube ich, nicht so.
Scheiße. So, jetzt ist ja natürlich das große Problem. Speichern nicht vergessen. Ja, nicht überspeichern. Jetzt ist ja natürlich das große Problem, dass ich ja den langen Weg vor mir habe. Das macht die Sache nicht einfacher. Ja, komm, jetzt rein, rein, rein. Oh, shit, Alter. Nein, come on. Nein, auch nicht. Oh, fuck. Ich musste doch aber jetzt zurück zur U-Bahn-Station, oder? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Ich hatte in Erinnerung, dass da eigentlich nochmal Dings auf uns wartet. Na hier, John Rambo. Wie heißt er denn nochmal? Ja, der halt aussieht wie John Rambo. So, haben wir schon gesehen? Angespannt hier. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Zur U-Bahn-Station zurückkehren. Okay. Ja, komm, 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 komm. Oh, shit. Fuck. Ey. Bitte grab mich jetzt nicht. Rein da, rein da. Okay, ich hätte es noch machen können, aber war ja jetzt unnötig. Alter Scheiß, ey. Richtig heavy. Warum hat uns John Rambo nicht abgeholt? Ich habe gedacht, der ist so cool. Gute Arbeit, Supercop. Ich bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Hä? Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit! Hey, warte! Warte, Jill! Nein! Stop. Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst das? Ich geb dir das! Komm, 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 komm. Alter, das war knapp. Das war ja mal richtig knapp. Carlos hat uns nicht abgeholt, das feige Schwein. Oder passiert das noch? Kommt das noch? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Kann natürlich auch sein. Carlos, hörst du mich? Nö. Carlos! Verdammt. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Cool. So, den brauche ich anscheinend noch. Das legen wir zurück. Das auch mal. Und, oh, warte mal, die Flinte könnte ich vielleicht gebrauchen. Ja, ich lasse es erstmal. Eine Karte der Umgebung. Perfekt. Ich versuche zu dodgen. Yeah, baby. Nichts Gutes. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. So, ganz kurz. Da oben kann ich vielleicht. Gehe ich erst hier lang? Ich weiß tatsächlich nicht, was jetzt besser ist. Oh, nö. Oha. Ja. Das war unpraktisch. Habe ich jetzt das Falsche geladen? Nee. Ja, fuck. Eine Karte der Umgebung. Perfekt. Ich glaube, ich habe mich auch. Ich muss den speichern ja nochmal. Die habe ich gefunden. Ich muss gucken, wo ich lang muss. So, das ist mir noch ein kleines Rätsel. Ja, natürlich habe ich mich so zugeramscht gelassen, wie ich war. Oh. Richtig schlau. Ich wollte mich rechts halten. Das war aber anscheinend ein Fehler. Ich muss noch. Ich muss erstmal geradeaus. Die Klamotten muss ich verbrennen. Glück gibt es hier. Ja, das möchte ich bitte gern zurückgeben. Ja. So. Okay. Ich nehme mir mal die Shotgun mit und lass das mal hier. Also bei Veteran hat sich ja die Shotgun schon ziemlich bezahlt gemacht, muss ich sagen. Die hat recht gut funktioniert. Gerade auch bei den Viechern. Was zum Teufel war das? Oha.
Ah, ich glaube, der erste ist immer schwächer. Der erste ist immer wesentlich schwächer. So, jetzt wird es natürlich interessant. Was liegt hier? Handgranate? Naja. Vielleicht brauche ich die dann jetzt auch gleich. Naja. So, jetzt kommt ja hier der nächste. Ach du Scheiße, wo kam der denn her? Leck mich fett. Oh. Es gibt's nicht, ey. Das gibt's einfach nicht. Eine Karte der Umgebung. Mhm. Ja, also da gibt's ja eh nochmal einen. Alter Scheiße, das ist ja richtig heavy hier. Ist ein bisschen Trail and Error. Was war das? Kann ich leider gerade nicht ändern. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. So, erstmal geradeaus und dodgen. Fuck off, Alter. Hier zur U-Bahn-Station zurückkehren, das hatten wir doch schon. Natürlich jetzt. Ja, das Falsche. Ja, das ist mir schon klar. So, so, aufmachen, das. Halt. Der Umgebung. Ja, das wissen wir noch. So, die Shotgun nehme ich mit. Vielleicht sollte ich mich halt auch einfach mit ihm anlegen. Weiß ich so nicht. Probiere ich jetzt halt mal. Und ich speichere natürlich. Was war das? Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Okay, er ist Geschichte. Er hat's nicht überlebt. So. Ah, hier ist auch nochmal eine Schreibmaschine. Mhm, ganz toll. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und nehmen wir mit. So, kann ich jetzt erstmal irgendwas zurücklegen? Das hätte ich schon gern als Backup mit dabei. Das weiß ich nicht, ob das jetzt was nützt. Legen wir erstmal zurück. Ich nehme die... Ah, die Granaten. Ja, genau.
Le Granada. Ah, ich habe ja noch das... den taktischen Schaft. So, einfach mal drauf geballert. Gut, dann nehme ich das noch als Backup mit und lasse das aber hier. Und speichere jetzt mal ganz dreist. So. Von irgendwo kamen die jetzt von oben. Ah. Genau, das hat sich jetzt direkt erledigt. Aber, ah, da bist du. Immer schön warten, bis er das Maul aufmacht. Und dann reinballern. Sehr effizient. Riskier's jetzt mal. Schießpulver, okay. Ist ja jetzt nicht so unnützlich. Kommt halt einfach noch einmal, ne? So. Ja, geil. Sehr geil. Shotgun hätte ich gern. Okay, cool. Was haben wir hier? Schießpulver nochmal. Kombinieren. Jawohl. Mhm. Ah ja, natürlich. Jetzt, wo ich den Dietrich nicht dabei habe. Leck mich fett, ey. Das heißt, ich muss noch mal ganz kurz zur Kiste. Ja. Es geht nicht anders. Ich melde mich gleich noch mal. So, da bin ich wieder. Hab den Dietrich geholt und noch mal ein bisschen Platz im Inventar gemacht. Jetzt kann ich die Pflanze trotzdem nicht mitnehmen. Ich gehe am Stock. Mann. Okay, ich habe eine andere Idee. Ich gehe jetzt nicht nochmal zur Kiste. Aber ich hole mir die Pflanze gleich nochmal. Ich möchte jetzt nämlich auch mal wissen, ob ich unbedingt jetzt jedes Mal eine Granate für die aufwenden muss. Das kommt mir nämlich nicht sonderlich schlau vor. Wo muss ich denn lang jetzt nochmal? Ah ne, war schon richtig. Einer kommt ja jetzt hier, glaube ich, noch. Jawohl. Oh, okay. Zwei Shotguns tun es auch. Habe ich jetzt schon Platz? Ne, wäre ja zu schön gewesen. Oh nein. Claire wollte ich schon sagen. Jill. So, jetzt haue ich nämlich da oben mal ein Ding rein. So, hol jetzt nochmal kurz die Pflanze und dann bin ich gleich wieder hier. So, und da bin ich wieder. Rein jetzt hier. Was haben wir hier? Oh, noch einer. Das ist krass, ne? Zwei Schuss aus mit den Medaillen. Das ist echt Wahnsinn. Richtig nice.
So, jetzt mal. Ja, das dachte ich mir. Kann ich jetzt nämlich nicht mitnehmen. Alter, ich gehe am Stock. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Jetzt gleich zur Kiste bringen sollen. Mann, ey. Tut mir leid, Leute, dass ich jetzt hier echt sehr viel hin und her laufen muss. Und halt gefühlt auch unnötig. Aber so ist das halt, wenn man nichts verpassen will, dann läuft man halt mehrmals. So. Aber es geht ja zum Glück auch direkt gleich weiter. Jetzt kann ich mir nämlich den Akku-Pack holen. Ne? Komm. Sehr schön. Dann geht's da rein. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Weil jetzt genau hier hinter die zwei extra Taschen liegen. Oder die zwei extra Itemplätze. So, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Und das war's noch nicht hier drin. Ja. Ah, okay. So. Also, ja, gefühlt ein bisschen unnötig, aber irgendwie doch nötig. So, rein jetzt damit. Das lesen wir noch ganz fix. So, rein jetzt hier. Was haben wir hier? Nischt. Könnt hier noch mal ein bisschen brenzlig Carlos, werden. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Ja, hallo. Ach. Nö. Ja, das wird vielleicht ein bisschen... Alter, ey. Er kann Waffen benutzen? Ja, offensichtlich. So, hier gibt es nichts zu holen, aber es gibt was zum Speichern. Was natürlich sehr, sehr nice ist. Was mich jetzt ein wenig ärgert ist, keine... ja, nicht genug Granaten zu haben. Boah, das sind drei... wissen nicht, ob die unbedingt jetzt was nützen. Okay, ich mache mir auf jeden Fall Gedanken, wie ich jetzt den ersten Bossfight hinter mich bringen kann, sinnvoll. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es natürlich direkt rein in den Bossfight. Und ich überlege mir bis dahin mal eine schlaue Taktik. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal hier auf meinem Kanal. Tschüss.